Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Aramis Merlin und willkommen bei Jackass. So könnte die Folge heute heißen, denn dieser gute Mann hier, Daniel, bonjour. Bonjour, welcome to my house. This is my backyard. Here is my swimming pool. This is the American dream. Welcome. Follow me. Here is my garage over here. Are you Tai Lopez? Ihr kennt ihn vielleicht schon aus Uwes Video. Stuntman. Heute wird er nämlich einen ganz besonderen Stunt hier machen für sein Stuntreel. Und zwar wird er sich heute lebend anzünden. Wir sind hier nämlich gerade beim LA River. Ich habe ihn ehrlich gesagt noch nie so voll gesehen. Is that Chris Barris? What? You wanna float? John Charles, auch aus Frankreich, auch ein Pro-Stuntman. Vielleicht sollte ich auch helfen. Ja. This is a shit place. And this is a shit place. Ha! So guys, if some water come to us, okay? Everybody go there, push and run away. Go! Yeah. Das sieht jetzt zwar alles sehr improvisiert aus, aber es ist natürlich alles professionelle Stuntmenschen hier. Okay, wenn Wasser kommt, dann wissen wir nicht, was wir tun sollen, aber das feuertechnisch und so weiter ist natürlich alles doppelt und vierfach und zehnfach abgesichert. Die wissen, was sie tun. Die sind ja schließlich aus Frankreich. Uwe, was machst du für Sachen? Du bist ein Survival, weißt du? Ein paar Lost Places suchen. Kennst du YouTuber, die immer so Lost Places suchen? It lives here. Das ist natürlich wichtig, dass man verschiedene Schichten Kleidung anhat. Die erste Schicht. That's the first layer. Das ist auf der Haut. So, das ist halt das Gel und es ist super kalt. Das ist die erste Schicht auf der Haut. Als Schutz quasi. To block the fire. Wir werden sie nie wiedersehen. Let's go, Georgie. Let's go. Also es ist wichtig, dass sie sehr weit sind, die Klamotten, damit sie nicht eng an der Haut anliegen, wenn sie dann brennen. Keine Ahnung, was der Kollege da hinten wieder macht. How are you going? Well, that was a big echo. Viel Spaß. Yeah. Ich habe das Gefühl, ich bin Teil von irgendeinem ganz komischen Film gerade. What? Who are you? Oh, my name is Peter Jackson and I'm casting for The Hobbit. Are you interested? I don't think I'm that free to be The Hobbit. Was hast du gesehen? Es war tot. Geh doch nicht rein. Es ist so dunkel. Das stinkt doch scheiße. Man braucht ungefähr einen so einen ganzen Behälter für einen Ganzkörperbrand-Stunt. Wahrscheinlich anderthalb ungefähr. Und ein so ein Behälter kostet schon mehr als $100, $100. Das heißt, ein so ein Brand kostet locker mal über $200 insgesamt mit Kleidung und so weiter. Da könnt ihr mal sehen, wie teuer es zum Beispiel bei Game of Thrones ist und so weiter, wenn man mal eben 30 Leute anzündet und das dreimal hintereinander, sind mal eben 10.000, 20.000 Euro oder Dollar für einen einzigen Stunt, für eine einzige Szene weg. Und hier die Feuerlöscher sind natürlich auch da, zur Sicherheit. Training is everything. Boah. Dran die Sport. You see? My dear Scholli. Ja, das sind so Sachen, was sie sonst so machen. Verrückter Kram. Jetzt bereiten sie sich gerade vor. Das soll nicht einfach nur ein Brand sein, sondern auch eine kleine Story. Er ist ein Obdachloser und wird angezündet und so weiter. You need to move faster, okay? The first one is... Okay, here we go. Fuck. Oh, fuck! Here we go. Told you not to come here. Fuck! Sie sind unter uns. At the end. You, same speed, okay? Same energy, okay? Slap and then bottom. And action. Here we go. Chris, ich gebe dir $5, wenn du einen Schluck von dem Wasser hier nimmst. Hier sind die $5. Hey Mike, yo, how's the end?
Prison Break, season one. It wasn't me. Are you sure? I swear, I'll do everything. Okay. Anything you want. Ich werde jetzt den Brand von draußen filmen. Übrigens heute Haare geschnitten. Was sagt ihr? Selber geschnitten? Okay, wait one second. Professionelle Frisur. Die letzten Vorbereitungen. Jetzt kriegt er nochmal Flüssigkeit ins Gesicht von der Paste. Der andere Herr, da ist übrigens auch ein sehr, sehr erfolgreicher Stunt-Koordinator. Your arm? Ja. So, das war Take One. Damn, macht er noch einen zweiten Take. Jetzt ohne Maske. I think that was good. Yeah. Again, what else do you want to do, you know? I think it's good, man. It's good, Daniel. It's good. It's a tough one. Yeah. Yeah. Thank you, Daniel. Vogel ist an der Reihe. Er lässt sich jetzt nochmal den Arm anbrennen. Okay, bei dem Gesicht könnte auch was anderes passiert worden sein. Was passiert worden sein? Du weißt schon, das sieht schon so aus, so wie im Puff, ne? Deswegen, ich mach gute Arbeit hier. Das sieht aus wie im Puff? Digga, was für ein Puff warst du? Ja, Ghetto-mäßig, GTA-Puffs. Was heißt Puff eigentlich auf Englisch? Puff, Digga. Red Light Puff? Nein, heißt Brothel. Look at the fire. Aramis bereitet sich jetzt hier gerade vor für seinen kleinen Stunt. Machst du Fotos oder Videos? Machst du mal Video? You can do picture, he's doing video and he's doing video. You know, we got it out. It's no, I mean, Aramis is professional. Where can I put my arm? Can I put it like in front of me too or just... Yeah. You good? Yeah, thank you. That was fun. Wegen dir bin ich ins Scheißwasser getreten. Ja. Steck ich dir auf den Mund und meinen Fuß. You want me to do it myself? How do you feel? Oh, it's fun. It's like you're not sure if it, like, it feels kind of hot in the face. Can you actually go close? How close can you go? Just a beat and just play with it. Fühlt sich auf jeden Fall gruselig an, wenn der Arm plötzlich brennt und ein bisschen heiß im Gesicht ist. Aber wir sind ja alle Profis, ne? So, jetzt ist Uwe noch dran. Fucking kalt, Alter. Übrigens, die Paste ist nur dazu da, als Schutz. Die brennt selber nicht, das ist nur Schutz. Was mache ich für eine Pose, Aramis? Und es brennt quasi wegen des Prinzips. Eigentlich müsstest du ein Bein und dann so einen Kick. Das war doch mal richtiger Spaß. Macht man auch nicht alle Tage sich anzünden. Hier kommt jetzt nochmal das Spezial. Sorry. Move it. Yes. Oh, the whole bottle. You're acting. Hey, change. This is for you. Go. You have to do it faster. Yeah. No. As soon as I move, you have to throw it. You. No. Throw it. Letzter Versuch. Wieder zu Hause angekommen nach dem feuerreichen Tag. Jetzt geht's direkt weiter zum Tricking. Aber jetzt ganz schnell hier irgendwie noch zu essen.
vom Tricking bringt nichts. Mit Magen voll und so weiter kann man nicht mehr springen. Deswegen nur schnell, was wir, haben wir gemacht hier? Bitte mal kurz Werbung einblenden. Bruder, Werbung, gar kein Problem. Product Placement. Das ist gar kein Streu. Huch. Fruit Punch. Muskelschutz. Oh, keine so ein bisschen, damit man ja, schnell abduschen von dem ganzen Zeug. Genau, und dann geht's rund. Bei mir ist es schon relativ ab am Arm, glaube ich. Aber hier sieht man das noch. Sieht aus, als hätte man Sonnenbrand gehabt und ja, irgendwie cooled ab. Oder als wenn ihr auf heimlich nachts, ihr wisst, ne? Was macht man heimlich nachts? Wieder gut gemacht, alles klar. Vor 11, aber es muss noch gekocht werden. Reis, Brokkoli, ein bisschen Hack. Ich würde mal sagen, ich habe schon ein, zwei Mal in den Kommentaren gelesen, dass sich ein paar Leute dafür interessieren, für Kochvideos, Ernährungsvorschläge, Gerichtvorschläge, was kann man essen, was gesund ist, fitnessmäßig und so weiter. Schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, ob sich auch mehr Leute dafür interessieren, denn dann mache ich sowas auch mal. Wenn es zwei Leute interessiert, bringt das ja auch nichts. Auch wie kann ich am besten trockene Muskelmasse genau aufbauen? Genau, und wenn ihr so aussehen wollt. Oh, ganz schlechtes Licht gerade. Komm mal lieber hier hin. Ich kriege da nicht. Zum Beispiel müsst ihr sowas essen. Kennst du das? Zu gierige? Ja. Wenn du also so gierig und dann so den Mund verbrennst, jedes Mal. Man schmeckt überhaupt nichts. Oma hat immer gesagt, verbrannt. Guckst du etwas schmutziger Film, ne? Bad Gay Bones, Boys, look at this. Ah, huge muscles. Oh. Kurz gucken, ob ich gut drauf bin für die Aufnahme. Wenn ihr bis hierher geguckt habt, geht doch mal Hashtag Feuerball. Fireball! In die Kommentare. Hashtag Feuer reicht auch, wenn ihr möchtet. Ich mache das Intro jetzt nochmal 6 Minuten lang, weil ich besonders langsam rede, weil es so spät ist. Okay. Oder beendet diesen Satz. I'm the God of Hellfire. And I bring you. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben und abonniert, wenn ihr noch nicht getan habt. Guckt auch gerne mal auf Instagram vorbei, denn da gibt es auch wieder wunderschöne Updates. Schnell Instagram-Stories. Ihr kennt ja, wie das ist. Was? Die schlechteste Abmoderation, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Ich schwitze jetzt gerade, weil ich diese Bewegung gerade gemacht habe. Ich schwitze auch gerade. Heute war 39 Grad. Ja, es ist so heute erreicht. Ich, über 40, ja, 41. Was? Ich habe gehört, dass heißeste Wetter seit 1979 oder so in Los Angeles. Ja. Krasser Scheiß. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht. Und wir sehen uns im nächsten Video, liebe Freunde. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Jean-Charles Rousseau und Daniel Losicero für dieses coole Feuerstunt-Erlebnis. Die haben das Ganze organisiert und die Materialien dafür gehabt und so weiter. Alle Beschreibungen sind in den Kommentaren und so weiter von den beiden. Checkt doch mal aus, was sie alle schon gemacht haben. Die waren wirklich in allem dabei. Dunkirk, Mission Impossible 6. Die Liste von deren Stunt-Auftritten ist schon extrem lang. Wo wir gerade dabei sind, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an meine Top-Patreons. Hier eingeblendet. Vielen Dank an euch. Danke für eure Unterstützung und wir sehen uns dann wirklich jetzt im nächsten Video. Also haut rein, noch einen schönen Tag.